Hallo, meine Lieben. Ja, ich bin mal wieder zurück und heute habe ich mal ein kleines Craft-Update für euch. Ja, ihr seht ja ab und an mal Videos, was ich so mache, aber ganz oft zeige ich Sachen auch einfach gar nicht. Und ich habe mir gedacht, heute mache ich das mal und zeige euch mal, was ich die letzten Tage so gemacht habe. Womit fange ich mal an? Ich fange mal an mit dem Ding hier. Und zwar habe ich hier so einen Kartensammler gebastelt und ihr seht, da sind auch schon ganz viele Karten drin. Und ihr seht auch schon, da oben ist so eine Art Verkaufsschild dran. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde die bei uns in der Gemeinde aufstellen und ja, werde die Karten dann dort, da kann man dann die Karten halt kaufen. Also als erstes habe ich hier diese Sammler gemacht, das sind 7 Stück und die haben hier jetzt verschiedene Themen. Da habe ich mit dem neuen Stempelset hier mir ja, die Sachen halt dann eben aufgestempelt. Genau, und dann habe ich hier einmal Geburtstag, dann Baby, also Geburt, Hochzeit, als Dankeschön, Weihnachten, Glaube und Beileid. Das sind, glaube ich, so die gängigsten Sachen. Genau, und dazu habe ich dann ein paar alte Karten, die ich halt schon früher mal gemacht habe, und ein paar neue. Also die alten gleich mit reingetan. Diese hier zum Beispiel, die kennt ihr, glaube ich, schon. Das ist so eine ältere, die ist auch aus einem Stampin' Up Set, wo man so eine Pop-Up-Karte mitmachen kann. Ziemlich cool. Das Set hatte ich mir irgendwann mal gekauft. Und dann hatte ich diese Karte halt gemacht. Ja, und hier sind halt mehrere Karten drin. Und ich will mal ganz kurz die Karten raussuchen, die ich jetzt neu gemacht habe, und dann werde ich euch die gleich noch mal zeigen. So, und hier habe ich mal alle raussortiert jetzt, die ich neu gemacht habe, und die sind dann auch so ein bisschen nach Thema, wobei hier ja, die hier war, glaube ich, einzeln. Also das ist so eine ganz einfache, die habe ich mit den Distress Inks, habe ich hier so einen Hintergrund gestaltet. Dann habe ich mir dieses Unterteil hier von der Frau einmal ausgestempelt. Und jetzt muss ich gerade einmal das Set suchen. Das ist dieses Set hier. Und das ist ein Set, was man sich nur für, na, sag doch schnell, für diesen Partybonus sozusagen aussuchen kann. Also das kann man nicht so kaufen, sondern das ist halt nur das Set, was man sich dann aussuchen kann für die Shopping-Vorteile. Und ja, hier habe ich dann halt, wie gesagt, dieses Set verwendet. Ich habe einmal diese Dame hier auf ein weißes gestempelt und habe mir das dann ausgeschnitten und habe dann aber direkt auf die Karte die Ballons und diesen Spruch hier gemacht. Und ihr seht, durch diese Technik habe ich es dann noch mal ein bisschen mit Wasser angesprüht, dass hier so ein paar Pünktchen weggehen, und dadurch hat sich es ein bisschen gewellt. Aber wenn ich da was drauf lege, dann funktioniert das wieder. Und dann hatte ich mir Schablonen gemacht und habe mit diesem hier, diese ja, Glitzerfarben, hatte ich mir hier in die Stampin' Swirls was reingemacht, mit Alkohol vermischt, und hatte dann mir eine Schablone draufgelegt in der Mitte, und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, hier das Glitzer, und hatte dann einfach auch mal auf die Karte drauf gesprüht. Aber rechts und links seht ihr halt was, und in der Mitte war halt so eine Schablone, wo man dann halt nichts sieht. Also ich hoffe, ihr könnt das Glitzer sehen vom Licht her. Achso, ich habe auch vergessen, merke ich gerade, diese Lampe hier anzumachen. So. Jetzt wird es, glaube ich, eher was. Genau so. Ja, das war eine, und das war auch eine, die jetzt relativ fix gemacht war, sage ich jetzt mal. Auch wenn man genauer hinschaut, doch schon ein bisschen mehr Aufwand dabei war. Aber das ist doch eine eher schnellere Karte gewesen. Dann habe ich hier eine Karte. Ja, das ist nun mal etwas, es gehört halt auch dazu, Beileidkarten. Und ab und an braucht man halt mal eine. Und da habe ich, so, ich habe es gefunden, dieses Set Rosenzauber. Damit habe ich diese Beileidskarte hier gemacht. Und ja, für manche Dinge gibt es keine Worte. Und wenn man die Karte dann aufmacht, dann ist hier dieser schöne Bibelspruch drin und auf dieser Seite hier dann noch auf richtige Anteilnahme.
Und hier hat man eben ein bisschen Platz für persönliche Worte. Das war diese. Ja, manche habe ich zugeklebt, manche nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich manche zugeklebt habe. Ja, auch das hier eine Beileidkarte, eine sehr einfache mit gar nichts drin, einfach nur herzliches Beileid oder herzliche Anteilnahme, Entschuldigung. Und dann eben von außen dann nochmal so ein Teil hier. Und da zeige ich euch auch nochmal. Und zwar war das, genau, das habe ich so ein bisschen kombiniert. Das war aus diesem Set hier, diese beiden Teile. Und das aufrichtige Anteilnahme habe ich aus einem anderen Set genommen. Genau, das war das. Ja, und dann, bevor ich jetzt hier zu den Weihnachtssachen komme, das sind nämlich ein paar mehr, habe ich noch mal eine Dankekarte gemacht. Das ist schon ein bisschen her, dass ich die gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Auf jeden Fall habe ich die mit diesem Set hier gemacht zum Dank. Und die ist auch von innen schlicht gestaltet. Hier habe ich ja solche, ach sagt doch schnell, wie heißen sie denn jetzt? Diese Embossing-Folder habe ich hier benutzt und habe die aber als Stempel sozusagen einfach nur benutzt. Also ich habe hier nicht, bin nicht mit der Big Shot durchgegangen, sondern habe das Ding einfach als Hintergrundstempel sozusagen benutzt. Und hier habe ich einfach nur was ausgeschnitten und habe mir die Ränder nochmal mit derselben Farbe eingefärbt. Ja, das ist Minzmakrone. Da habe ich ja schon erzählt, das ist eine meiner Lieblingsfarben geworden. Die liebe ich sehr und ja, dieses Set einmal damit gemacht. So, dann habe ich zum Geburtstag zwei Karten gemacht. Eine kleine und eine etwas größere. Und hier haben wir einmal so zum Aufklappen. Ich hole gerade mal das Set. Achso, das war hier unten jetzt, ne? Jawohl, dieses hier. Mit dem habe ich das wieder gemacht. Und zwar hier wieder dieser Unterkörper. Dann habe ich mir hier den Rock auch eingefärbt. Habe dann mit den Stempelkissen, das war hier einmal Brombeere. Also nee, Sommerbeere, nicht Brombeere. Genau. Ah, was habe ich denn hier noch benutzt? Hier habe ich dann das Amaretist benutzt. Das Apfelgrün. Oder? Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Geschwindelt Jade. Dann für die Torte, na komm raus, habe ich das Petrol benutzt. Und das ist hier das neue Mango oder wie heißt das halt? Stopp, bevor ich jetzt wieder was Falsches erzähle hier. Genau, Mangogelb war doch richtig. Habe ich hier auch benutzt. Genau, und dann eben nochmal diese Sommerbeere. Das sind auch alles Farben, die ich im Moment wirklich schön finde. Und zum Geburtstag darf es ja auch gerne mal ein bisschen bunter sein. So, ja, und dann einfach nur herzlichen Glückwunsch hier aus dem Set und alles Gute zum Geburtstag. Und hier hat man eben auch schöne Sachen. Einmal zur Besserung, also zur Genesung sozusagen. Hoffe, es geht dir bald besser. Vielen Dank, du fehlst mir. Ein Grund zum Feiern und da habe ich dann aus einem anderen Set, das erzähle ich hier gleich. Genau, als erstes bleiben wir noch mal hier. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation zum Abschluss und alles Gute zum Geburtstag. Also hier ist man wirklich gut abgedeckt. Ich muss ehrlich gestehen, mir fehlt bei diesem Set was. Ich sage euch auch was, mir fehlt das Gesicht. Ja, natürlich ist der Gag an dieser Karte, dass man das Gesicht eben nicht sieht, sondern das Gesicht hinter diesen Geschenken, Torten, Schild oder Ballons versteckt ist. Ich würde es aber cool finden, wenn es trotzdem einen Kopf geben würde. Und ich finde, der würde hier auch locker noch reinpassen. Einfach nur ein kleiner Kopf, der muss ja gar nicht groß sein zu dieser kleinen Puppe. Und dann könnte man nämlich mit dieser, so wie ich es ja hier auch gemacht habe, ihr seht das hier, dass ich hier mit dieser Schattentechnik quasi gearbeitet habe. Und zwar habe ich mir meine ganzen Stempel vorher einmal auf, auf Malerkrepp
aufgestempelt. Also ich habe mir das hier auf meine Fläche geklebt, habe mir meinen Stempel da drauf gemacht und dann habe ich das Malerkrepp ausgeschnitten. Upsi, das fliegt mir hier alles runter. Und habe das ein paar Mal auf meiner Hose, dass das ein bisschen weniger dolle klebt, weil das klebt doch sehr. Und dann habe ich mir die ausgeschnitten und habe die jetzt quasi als Schablone. Und dann hatte ich mir als erstes die Frau mit der Torte gestempelt und habe dann eben die beiden Sachen da drauf geklebt und dann die Ballons drüber gestempelt. Und auch da eben dann wieder diese Aufkleber benutzt, damit ich nicht drüber stemple. Und ja, mir gefällt diese Technik sehr, sehr gut, dass man etwas so in den Vordergrund rückt. Das habe ich bei dieser Karte hier auch gemacht. Und mir würde es super, super gut gefallen, wenn jetzt hier dieser Kopf, also nehmen wir an, wir nehmen jetzt diese beiden Stempel, machen uns unsere beiden Teile hier drauf, damit man eben nicht alles von diesem Stempel sieht. Und klebt mir die beiden Teile jetzt hier drauf und macht dann das Gesicht, stempelt das dann hier so hin, dass man nur so ein Stückchen vom Kopf sieht. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen nur die Haare vielleicht. Und so ein bisschen die Stirn und vielleicht so ein bisschen die Augenansätze oder so. Also, dass man schon erkennt, dass es ein Gesicht ist, was davor lugt, aber eben nicht ganz zu sehen ist. Also, das hätte ich noch richtig cool gefunden. Und das war echt witzig. Ich habe geschlafen und habe von diesem Stempelset geträumt, weil ich das noch nicht benutzt hatte. Und habe irgendwie davon geträumt. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich wach geworden bin, ich bin in mein Zimmer gegangen und habe diese beiden Karten gebastelt. Und da habe ich im Traum, habe ich wirklich dieses Gesicht vor mir gesehen, was dazu passen würde. Und dann war ich immer überlegen, hast du das Gesicht wirklich gesehen oder hast du das jetzt nur geträumt? Oder gibt es dieses Gesicht wirklich in diesem Set? Und dann bin ich aufgestanden, direkt hier ins Zimmer und habe gedacht, nee, ist nicht da, Mist. Ja, und da hätte ich mir echt noch gewünscht, dass noch so ein Gesichtchen dabei wäre, wo man halt dann, ja, das Gesicht halt so vorlugen lassen kann, halt mit dieser Technik. Wenn man das abklebt, dass das Gesicht halt nicht ganz vorguckt, sondern eben nur so ein Stückchen. Ja, das hätte ich halt cool gefunden. Aber gut, jetzt ist es halt so, ist auch witzig. Ist auch mal was anderes, wenn man so ein Gesichtchen mal nicht sieht. So, ja, wie gesagt, dieses Teil hier habe ich auch mit diesem Set gemacht. Das Einzige, was ich hier noch aus diesem Set benutzt habe, ist das Ausrufezeichen, weil das von dem war mir hier zu klein. Und ich wollte hier ein großes Ausrufezeichen machen. Und das ist auch so eine ganz einfache, schlichte Karte. Ich habe das hier auch wieder mit dieser Schattentechnik sozusagen gemacht, dass ich mir dieses hier als erstes aufgestempelt habe. Dann habe ich mir die beiden Teile da drauf gemacht. Ihr seht es auch, hier ist die Ecke von dem Rock und hier sind die Bücher, die restlichen Bücher, die hier fehlen. Und ich sehe gerade, ich habe hier vergessen, die Hände einzukolorieren. Das muss ich dringend noch machen. Gut, dass ich die Karte nochmal vorgeholt habe. Ja, und ansonsten wirklich hier so ein ganz einfaches Dings. Einfach nur hier diesen einen Grund zum Feiern. Dann habe ich mir von hier das Du genommen, habe halt nur das hier einkoloriert und dann eben nochmal das Ausrufezeichen aus diesem Set hier, damit das eben schön groß ist. Genau, und von innen einfach nur alles Gute zum Geburtstag und dann mit so rosa Glitzer embossed. Genau, und das war es auch schon. Mehr habe ich hier bei dieser Karte gar nicht gemacht. Und natürlich mir das Ganze noch ein bisschen eingefärbt. Und hier habe ich mir auch wieder dieses Frozen Weiß oder wie das heißt, genommen. Und ihr seht es vielleicht, die Blumen, die haben jetzt hier so einen weißen, silbernen, ja, so einen Glitzereffekt auf jeden Fall. Genau. Ja, und ich werde mir auf jeden Fall gleich hier die Hände nochmal einkolorieren. Gut, dass mir das gerade noch aufgefallen ist. So. Ja, ihr Lieben, und dann habe ich mir ja ein Set geholt zu Weihnachten, wo mir schon ziemlich klar war, das wird eins meiner Sets dieses Jahr. Die werde ich lieben. Und so ist es auch. Ich liebe dieses Set tatsächlich und ich habe auch ein bisschen damit gebastelt. Und jetzt gucke ich gerade mal, welche Karten ich denn mit diesem Set gemacht habe. Ja, und das sind doch ein paar mehr, wie ihr seht. Ich fange mal mit der hier an, die war nämlich am aufwendigsten. Bei dieser Karte habe ich als erstes, sie haben mir die Teile ausgestanzt und also aufgestempelt, ausgestanzt, koloriert.
Und innen geht es hier auch noch mal weiter. Da ist auch noch so ein Kobold, der dann die Geschenke hinter sich herzieht. Und ja, die Sprüche und das alles eben aufgestempelt. Dann hatte ich mir eine Schablone wieder genommen und hatte wieder mit einem Stampin' Spritz und hatte mir da Petrol reingemischt. Und da habe ich hier oben die Wolken sozusagen so ein bisschen nachgestellt. Ihr seht, aber ich hab das falsch rum drauf gemacht. Aber finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Für mich sind das jetzt hier alles so Schneeberge noch und hier ist halt dann der Himmel, den man dann hinter den Bergen so sieht. So, dann habe ich das gleiche auch wieder mit diesem Glitzer gemacht. Das habe ich auch einmal überall gesprüht und ich hatte hier unten mir eine Schablone draufgelegt, dass das Glitzer nur hier ist und hier unten nicht und wollte eigentlich hier unten dann, ja, habe ich mir gedacht, das sieht dann aus wie so eine Schneelandschaft. Irgendwie hat es mir aber nicht gut genug gefallen und da habe ich mir gedacht, weißt du was, du nimmst jetzt die Schablone, schneidest dir die zurecht und dann, jetzt muss ich mal gerade hier rüber fassen, genau hier ist es, und dann habe ich mir diese Strukturpaste oder Embossingpaste genommen. Und habe mir da so eine Struktur drauf gemacht. Und ihr seht gerade, ich habe hier so eine Folie drin. Mal so ein kleiner Quick-Tipp nebenbei. Die trocknet doch relativ schnell aus. Auch wenn man den Deckel drauf hat und da so ein Schutzdings noch drin ist, die trocknet trotzdem schnell aus. Wenn man hier so ein bisschen Plastik dazwischen macht, dann passiert das nicht so schnell. Und deswegen einfach so ein bisschen Frischhaltefolie einmal drauflegen, zuschrauben und dann hält das Ganze ein bisschen länger. Genau. So, und damit habe ich mir hier unten das Ganze gemacht. Das seht ihr, glaube ich, ne? Ganz gut. Deswegen wölbt es sich leider auch so ein bisschen, wegen dem, wenn das dann trocknet, ne? Genau, und ja, habe mir dieses Teil dann eben hier drauf geklebt. Und so finde ich, hat man hier jetzt so eine richtig coole im Vordergrund, so eine Hügellandschaft, dahinter dann im entfernteren sozusagen nochmal die Berge so ein bisschen und dann oben die Wolken. Ja, und dann einen kleinen Spruch dazu. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Es geht zum Nordpol und dann hier einmal, egal wie groß oder klein. Und dann hat man hier sehr viel Platz, um noch persönliche Nachrichten drauf zu schreiben. Ja, die Karte war von der Herstellung her ja mit am aufwendigsten. So, hier habe ich mal wieder eine zugeklebt. Das macht aber nichts, die machen wir einfach wieder auf. So. Ja, weil wenn die zugeklebt sind, dann kann man da ja auch nicht wirklich reingucken. Deswegen ist es dann auch schade. So, mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Das hatten wir gerade auch schon mal. Egal wie groß oder wie klein. Und hier habe ich eben eine bunte Karte genommen und dafür aber die Teile dann nicht koloriert, sondern einfach so gelassen. Und innen drin seht ihr, ist einfach gar nichts. Da ist man nochmal ganz frei in der Gestaltung. Ja, und hier draußen hatte ich dann eben drei Papiere genommen in drei verschiedenen Größen, dass man eben immer so einen Rahmeneffekt halt hat, ne? Ich hätte jetzt auch einfach nur hier mir so einen Rahmen ausstanzen können und den draufpacken können und hier die Sachen direkt draufpacken, aber ich wollte, dass die Karte auch ein bisschen schwerer wird und wenn man dann drei Papiere übereinander hat, dann hat man diesen Effekt eben. Genau, ja, und die habe ich hier mit den Dimensionals aufgeklebt, damit die halt ein bisschen höher stehen. Ja, das war es auch schon. Mehr habe ich bei denen hier gar nicht gemacht. Ach so, und hier habe ich das Papier Merlot-Rot genommen und auch den Stempel Merlot-Rot und Schwarz eben. So, hier habe ich dieses hier und das Frohe Fest habe ich aber aus einem anderen, genau, das habe ich mit diesem hier wieder gemacht. Da habe ich mir das einfach aufgestempelt und bei dem Set, Leute, passt wirklich extrem auf, dass ihr euch die Teile hier nicht verliert. Ihr seht hier, guck mal, die fliegen hier mal schnell durch die Gegend. Und ich könnte wirklich weinen, weil ich habe hier meinen Tee irgendwie schon verloren. Gott sei Dank gibt es in diesem Set irgendwo ein Doppel-T. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Wo habe ich denn das Doppel-T hier? Ah, hier unten. Und ich hoffe, dass ich das ganz gut hinkriege, dass ich das T dann einfach stempeln kann. Aber das geht ruckzuck wirklich.
dass die Dinger hier so ein bisschen lose werden. Also da muss man echt aufpassen, dass man die nicht verliert. Und ja, da habe ich mir halt das Frohe Fest mitgestempelt und dann eben auch wieder diese Teile. Und hier habe ich einmal in Rot das ausgestanzt und ihr werdet gleich sehen, ich habe hier quasi zwei Karten für eins benutzt. Und zwar habe ich das Teil, was ich hier rausgestanzt habe, dann dort verwendet und umgekehrt. Und habe hier dann halt diese Wichtel und dann ist hier unten von Herzen gesegnete Weihnachten. Und hier der Weihnachtsmann mit den Dimensionals aufgeklebt, dass er halt ein bisschen höher ist, dass er ein bisschen aus der Karte herausguckt, wenn sie zu ist. Und dann, wenn man sie aufmacht, hat man eben dann hier nochmal diesen schönen Hintergrund. So, das war diese Karte. Ich sage ja, Weihnachten naht mit großen Schritten. Und ja, im Prinzip dann das Gleiche, nur eben ho, ho, ho. Und hier habe ich diesen Spruch direkt aufgestempelt und nicht nochmal auf dem extra Papier gemacht, was ich auch ganz schön finde. Und hier habe ich ihn nicht mit den Dimensionals aufgeklebt, sondern ganz normal einfach aufgeklebt. Ansonsten ist es theoretisch fast die gleiche Karte, nur ein anderer Spruch und ja, ganz bisschen verändert. So, und hier habe ich auch wieder zwei Sets kombiniert. Und jetzt muss ich mal gucken, hier übrigens auch, weil bei denen hier, da habe ich nämlich den Spruch immer von diesem hier genommen, von Herzen gesegnete Weihnachten. Und hier habe ich dieses Set mit diesem kombiniert und habe dann Freut euch, der Heiland ist geboren, weil die Karten sollen ja auch für meine Gemeinde sein. Und da ist es natürlich dann schön, wenn dann doch ein bisschen Christliches auch als Hintergrund mit ist. Und auch hier habe ich mir wieder den Weihnachtsmann aufgestempelt, koloriert und ausgestanzt und wieder mit meinem Stampin' Spritz mit dem Glitzer besprüht. Ja, hier hatte ich, das hatte schon geglitzert, das Papier hier, das hatte ich von einer anderen Karte ausgestanzt. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Gegenstück gemacht habe. Da muss ich noch mal gucken. Und dann habe ich hier drin diese Ecken aus diesem Set hier genommen und dann eben wieder auch diesen Spruch hier von Herzen gesegnete Weihnachten. Also theoretisch ist in dieser Karte sind hier drei Sets drin. Und ja. Ich finde es total süß und hat eben auch so einen kleinen christlich angehauchten Dings, aber es ist jetzt nicht so extrem christlich. Also man kann es auch an jemanden verschenken, der jetzt vielleicht nicht unbedingt ja so krass mit Gott geht, sage ich jetzt mal. So, das war's mit diesem Set hier. Da werden aber garantiert noch Karten folgen. So, hier habe ich eins, das habe ich mit einem Set aus dem letzten Jahr gemacht. Und hier habe ich dann einfach so ein bisschen mit dem Glitzer, ich weiß gar nicht, mit einem Schwamm oder so, hatte ich hier mir da im Hintergrund so ein bisschen was aufgetragen und dann eben hier das Teil auch noch mal ein bisschen beglitzert und hier zum Fest alles Liebe und dann mit der Menschen jetzt einfach aufgemacht und innen drin noch mal so ein Schatten, dass man da eben eine Fläche hat, wo man einmal was gestalten kann. Also so eine ganz einfache, wirklich schnell gemachte Karte. Das hier hatte ich mit einer Handstanze noch ausgestanzt und ja, das ging alles rucki-zucki. So. Zu guter Letzt habe ich dann noch diese hier und da habe ich das Set Engel auf Erden benutzt und zwar einmal diesen super schönen Vintage-Engel, den hatte ich da aufgestempelt und diesen tollen Spruch hier. Mögen Freude, Ruhe und Liebe die Feiertage begleiten, in denen wir dem himmlischen Geschenk der Geburt Jesu Christi danken, gedenken. So, genau. Und hier unten habe ich auch wieder diesen von Herzen gesegnete Weihnachten einfach unten mit reingestempelt. Ja, und dafür habe ich auch nur dieses Set benutzt. Und obwohl die so schlicht und einfach ist, finde ich die trotzdem wirklich schön. Und hier unten nochmal so eine Schleife, weil sie mir doch ein bisschen zu schlicht war. So, das waren die Karten, die ich gebastelt habe. Dann werde ich einmal kurz aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ein Teil habe ich hier noch, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Und zwar habe ich einen Adventskalender gebastelt. Mit diesem Adventskalender habe ich auch etwas vor.
Und also der ist für etwas Bestimmtes gedacht. Sehr wahrscheinlich, sonst macht man ja keinen Adventskalender, ne? Normalerweise möchte man ihn verschenken oder selbst benutzen. Diesen hier werde ich nicht selbst benutzen, also ich werde ihn verschenken. So, ja, also den habe ich gemacht. Und zwar habe ich da unten einmal zwei solche Teile hier gemacht. Zu diesem Adventskalender gibt es auch viele Anleitungsvideos. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir dann, oder ich packe ihn vielleicht einfach gleich unten in die Infobox, mache ich den Link, wo ich das mir abgeguckt habe. Und dann zeige ich euch das, was ich ein bisschen verändert habe. Ich habe hier unten zwei genommen und habe hier dann so Schaumstoffdinger dazwischen gepackt. Doppelseitige, weil also doppelseitig klebende, damit ich ein bisschen Abstand habe, damit man das hier unten ein bisschen besser aufbekommt. Genau, also die Klappen sind immer so gemacht, dass man immer nach vorne hier diese Tür halt hat und da kommt dann eben eine Kleinigkeit hinein. Genau, so, den habe ich schon mal vorbereitet. Dann habe ich noch eine Sache gemacht, allerdings habe ich die leider nicht mehr live hier, da ich die schon verschenkt habe. Ich habe aber Fotos. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Und zwar habe ich was genäht für die Tochter von meiner Freundin. Die waren nämlich einen Monat hier bei uns zu Besuch. Und das ist so ein Kleidchen mit langen Ärmeln und mit so einer spitzen Zipfelmütze. So sieht das Ganze von vorne aus. Ja, und wie gesagt, das hatte ich genäht, aber leider kann ich euch das nicht mehr live zeigen, weil ja, ich es halt eben schon verschenkt habe. Was ich euch aber zeige ist, ich gucke gerade mal, ja, ein Video, da seht ihr die Zipfelmütze mal ganz gut, wie die kleine Maus das anhatte. Und ihr seht, dass es noch viel zu groß ist. Ja, genau. Ja, das war es eigentlich schon an größeren Sachen, die ich gemacht habe. Eine kurze Info noch. Bei dem Wanderpaket, das hatte ich soweit schon fertig gemacht, hatte es schon zugemacht und so weiter. Und dann haben sich aber noch zwei Damen gemeldet, die gerne noch mitmachen möchten. Ich werde jetzt noch eine Woche warten, bevor ich das Paket auf die Reise schicke. Also für alle, die jetzt warten auf die Infos zu dem Reisepaket. Ich mache es noch einmal auf und ja, packe quasi noch... ja, ich muss halt nochmal wegen den Adressen da nochmal was verändern. Ich habe mich jetzt nämlich entschieden, dass ich immer Umschläge hineingemacht habe in den Karton. Und da sind dann immer für jeden Namen gibt es einen Briefumschlag. Und ihr macht bitte immer nur den jeweilig für euch gemachten Briefumschlag auf. Und da ist dann ein fertig beschriebenes DSL-Päckchen-Aufkleber, den ihr dann nur noch auf das Paket draufkleben braucht. Da ist schon euer Absender und die Adresse, wo es als nächstes hingeht, drauf. Dann braucht ihr das nur aus eurem Umschlag herausnehmen und könnt das direkt gleich draufkleben. Bei dem einen oder anderen, also bei jedem ist natürlich noch eine kleine Nachricht dabei. Und genau, das war es dann auch schon. Und so ist es für mich einfacher. Dann brauche ich euch nicht jedes Mal noch eine E-Mail schicken. Schick es jetzt bitte an die, schick es bitte an die. Sondern ich habe es jetzt hier einmal alles aufgelistet. Und deswegen muss ich das Paketchen jetzt leider noch mal aufmachen, weil die beiden letzten Damen ja in dem Paket noch gar nicht drin sind. Und ja, die werde ich jetzt noch mal hinzufügen. Eine Dame ist dabei aus Österreich. Und ich habe sie gebeten, ob sie bitte ganz ans Ende der Kette geht, weil es dann fairer ist vom Porto her. Und das Porto für die letzte Dame, die es quasi dann nach Österreich schicken muss, da gleiche ich den zusätzlichen Betrag aus. Also keine Sorge, es kommt nicht mehr Porto auf euch zu als das normale Päckchen. Okay, ihr Lieben, das war's. Ein kleines Craft-Update und ein bisschen Info zum Wanderpaket. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.